Hello and welcome to Internet Games with Run Free. Okay. Sind wir mit der zweiten Folge von dem Dings mit unseren komischen Energy Shells, unserer komischen Lizard, der was man nicht nehmen, so dem Raketentyp. Und nachher haben wir gesagt, wir probieren einen Explorer Mode aus. Yeah. Wir dürfen keine Dings berühren bis Level 40. Wie wird der immer schneller? Alter, der wird ja immer schneller, oder? Da wird immer schneller. Ja. Und ich bin einfach nicht gewohnt. Dass der Typ vielleicht der Charakter ein bisschen schneller ist. Nein! Wieso man da das erste Level schaffen, wenn man da nicht einmal ohne eins so von denen zu berühren durchkommen kann? Nein! Ich versuche jetzt gerade was. Da sind wir gehört. Okay, nicht geschafft. Ah, es gibt bei Level 40 weiter, habe ich gar nicht gewusst. Oh. Wir haben es bis Level 40 geschafft, ohne ein Ding so wie Zaun. Weil wir Level 41 waren. So schaut's aus. Ah ja, und wir haben auch gesagt, dass wir so spezielle Winter Games Map Part 1 spielen. Okay, das machen wir gleich. Keine Lust! Galaxy Map. Dann können wir campen morgen, aber vielleicht das kann man mit dem Anspieler. Hier ruft jetzt nicht aus, das will ich von früh zu Hause. Geil. Das hat Schatzen, okay. Das Spiel hat sich ja 5 Sterne auf oben. Geile Scheiße. Kann man da etwa nicht springen, oder? Was? Warte, jetzt muss ich testen, ob ich springen kann. Ja, kann ich. Aber da gibt es einfach Schanzen, geile Scheiße. Ich versuche das ohne Schanzen zu machen. Keine Scheiße. Ich weiß gerade nicht, wie geil das ist. Das fühlt sich. Boah, das war jetzt knapp. Hä? Oh, Scheibe. Auf der Seite müssen wir mal, okay. Oh mein Gott, was war das jetzt da? Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es noch geschafft. Dann sehe ich den anderen Dings da drüber hin. Oh. Na! Schalt auf, ich gehe um. Weil es leichter ist. Okay, nächstes. Oh mein Gott, jetzt kommt da noch. Alter, schaut euch die Vorbau. Wunderschön. Das schaut irgendwie früher aus, als wenn das so eine Plattform ist. Ihr wisst ja wie. Okay. Geil. Einfach geil. Wunderschön ist so. Omi. Und schon geschafft. Ha, drauf haben wir es da. Jetzt kommen wir wieder zu dem anderen Dings, RPG-Dings. Wenn ihr das jetzt wollt, könnt ihr das auch gleich in das Video schreiben oder was auch immer ihr heute spielen soll, sagt es einfach. Ob ihr irgendein cooles Spiel könnt, was man im Internet spielen kann, alles. Bin offen für Sachen. Nein! Aber man kann das doch nicht schaffen mit dem Sprung. Aber nachher schafft man das dann nicht. Und was ist, wenn man da springt? Da schafft man nicht einmal. Dann gehen wir mal ganz da um. Das ist
super. Ja. Ja. Okay, diesmal haben wir es nicht geschafft. Alter, wieso bin ich denn jetzt gesprungen, bitte? Bin ich etwa bescheuert? Schreibt's mir in die Kommentare! Gut. Schnell, schnell, schnell! Oh! Hey, doch, das kann jetzt nicht. Ich werde immer abbremst von einer von den komischen Blasbahnen da. Schnell, schnell! Oh! Alter! Mir ist es auch egal, über was geht, ob das jetzt ein RPG-Spiel ist oder was auch immer halt. Ich kann jetzt gerade nicht so viel reden oder was auch immer halt, weil das richtig, das Level ist halt auch nicht, ja, das Level eigentlich von Winter Games ist richtig arge. Muss gut. Ja. Na, Tommy. Oh, geschafft wenigstens. Dann müssen wir uns kreisen. Miau, miau, miau. Boing. 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 Okay, das ist wieder richtig leicht. Na, boah. Hä, du, boah. Okay, so leicht ist das da auch nicht. Da war sogar ein Handmauer, der hat mich ins Tod gestürzt. In den Tod, ins Tod. Hä? Ins Tod? Kann der Deutsch der Typ? Nein. Denn jetzt auf Schule. Nein, Schule braucht man nicht. Nein, braucht man schon. Dann wird man nicht weit kommen im Leben, wenn man nicht so viel weiß. Über alles Bescheid, halt was umgelacht. Okay. Also, ich sage euch, macht die Schuhe. Man kriegt einen guten Job, mit dem ihr euch alles kaufen könnt, was wollt. Wenn ihr gut seid in der Schule. Dazu viel solltet ihr zwar da nicht lernen, damit ihr eure Jugend jetzt auch wieder nicht da. Ihr müsst halt euer Jugend auch ausnutzen, würde ich sagen. Ihr müsst halt nur einmal jung. Erwachsen seid ihr halt in 18 Jahren, wenn man es nimmt. Wenn man es so nimmt. Das heißt, ihr habt 18 Jahre Zeit, eure Jugend auszunutzen, wenn was ich was, 80 Jahre, um euer Erwachsenen-Dasein auszunutzen. Das heißt, ein bisschen kleiner Unterschied. Aber kommen wir wieder zu dem Spiel und zu dem RPG. Ich weiß jetzt gar nicht einmal, wie da. Ah ja, über das Deutsch. Bin ich daher gekommen zu dem komischen Gespräch. Na, denken sie alle, was zur Hölle schwafelt der? Denke ich mir manchmal auch! Okay, das war jetzt auch nicht so ein scheiß Geschwafel. Wie immer, ne? Wow, okay, die Rampen hat er jetzt nicht mehr erwischt. Ah, den Wintermod müsst ihr mal selber ausprobieren, der ist richtig geil, aber schwer. Kann ja sein, dass das eigentlich. Aber ich bin mir jetzt eigentlich gar nicht so sicher, ob das nicht immer gleiche Wolken sind. Kann nicht sein. Aber ich bin mir, glaube ich, eher sicher, dass das immer Zufallsprinzip ist. Muss für Welt jetzt ausgeführt wird. Und vielleicht 10 Wölten genommen gemacht hat für das eine Ding und die werden halt immer zufalls und 17 eine von den 10 Wölten ausgeführt wie eine Wölte fürs eine Level halt, fürs eine Level. Entschuldigung. 10 Level gemacht für das eine Level und dann werden halt von den 10 Level eins ausgesucht vielleicht. So können wir mir das vorstellen. Wieso springe ich bei den Dings, bei den Rampen? Bin ich eigentlich bescheuert? Ich glaube, darauf wissen alle die Antwort. Natürlich doch, was fragst du? Bist du etwa bescheuert? Genau das. Da
dürfen wir jetzt nicht da hopfen. Weil da müssen wir hopfen. Bei dem nächsten müssen wir auch hopfen, das wissen wir jetzt da. Hüp. Hüp. Okay, das ist aber richtig schwer, du musst, weißt du, wie früh hopfen. Das geht voll schwer, wenn ich da die Rampen nehme. Da darf man wieder Rampen benutzen. Oh mein Gott! Ich glaube, die Seiten kennen wir es noch, ist sehr, sehr gewährt, nicht rauskommen. Okay, vielleicht wäre ich nicht gesprungen, wäre die ganze Zeit. Okay, das geht einmal netter. Dann weiß ich, was der wie früher anfangen zu rufen, da darf ich nicht einmal da rufen. Wollte nicht einmal da die Rampen benutzen, oh mein Gott! Alter! Okay, jetzt glaube ich bis zum nächsten Platz umgeschafft. Bin mir durch. Schon wieder auch nicht. Okay, und jetzt kommen wir bitte zum RPG-Dings. Mir ist es egal, ob's jetzt da richtig gutes Gameplay hat oder so. Mir kommt es eher auf die Geschichte oder Story. Wenn es eine richtig coole Story hat, das mag ich nämlich an RPGs. Wie, was ich was. Zum Beispiel, es gibt halt alte Zeldas oder so. Da ist die Story halt eigentlich immer wieder die gleiche, aber genau nimmt eigentlich schon. Aber mir gefällt sie eigentlich. Das Gameplay ist auch lustig. Das ist so Zelda-Spiele oder so, wenn sie ja nicht im Internet kennt. So wie für Super Nintendo so Zelda hinter Vogelperspektive, das gefällt mir richtig gut. Gut, jetzt haben wir es eigentlich geschafft. Jetzt färbt sie sogar lila. Winter, na, blau immer noch. Alter. Was will ich jetzt einfach machen? Springen. Okay, das war das falsche Springen. Springen. Na, wieso bin ich gespringen? Ich will einen Sprung schälen. Ja. Gut. Wenn ihr halt eins von denen wisst, schreibt es einfach in die Kommentare. Sonst versuche ich eins selber zu finden. Wenn euch gefallen könnt. Und wir können ja auch ein paar suchen. Also, ich bin halt auch schon lange auf dieser Welt. 2 Jahre ist ein achtliches Ergebnis. Nein, ich bin der 2er, ich bin 13er. Gut. Es werden wahrscheinlich eh fast alle wissen, wenn sie ein paar jetzt schon länger mal Videos sehen, dann werden sie das eh wissen, weil ich schon einmal ein Geburtstagsvideo gemacht habe. Mit Stefan, dann okay, Geburtstagsvideo habe ich mit Stefan gemacht und ich habe gesagt, wann ich Geburtstag in einem Video. Gut. Hüpfen. Machen wir das. Okay, das war eine schlechte Idee. Mit der Prozess umspringen, Prozess umspringen, umspringen. Okay, wir müssen ja wie bei dem schon die Taktik ändern. Okay, da haben wir das. Das war. Jetzt haben wir zweimal gefallen. Bei dem werden wir wahrscheinlich öfter so gefallen, so wie das ausschaut. Sieht nämlich jetzt nicht so schön aus. Ja, dass ich jetzt Zelda gesagt hat, aber so, das braucht jetzt nicht heißen, dass ich spezifisch eigentlich nur Zelda suchen. So braucht sie, könnt einfach. Mir ist es egal, was ihr schickt oder sucht. Ich schau mir das Spiel halt einmal auf, wenn es das gratis gibt. Oder schau mal vielleicht irgendwas auf Google auf, ob es das gibt. Oder Let's Play, ein paar Folgen. Schau, ob ich das noch darf ich nehmen. Hallo! Dunkelzimmer!
Ja, gut. Gut, da sind wir jetzt wieder. Entschuldigung wegen der kurzen Unterbrechung, die war so ungefähr 15 Minuten dauert hat, nur ein länger. Aber scheiß drauf, wir machen einfach weiter, wo wir aufgehört haben. Du bist dumm und hat man das nicht gemerkt oder was? Stellt sich jetzt gerade heraus, ne? Oh mein Gott! Die Dings darf man nicht überlegen. Oh. Alter, wisst ihr wieder, wie das mir jetzt gut geschreckt hat? Okay. Also erst einmal die Oma, nein, so Oma. Jetzt nervt gerade früher so fliegen. Hm? Okay. Ja, jetzt guck gar nicht aus, was du jetzt auf einmal raus war. Eins weiß ich, bin daneben geguckt, so warum ich dann um in der Luft guckt. Seltsam. Schlau. Das blaue in einem Traubuchen. So ist ungefähr für einen Millimeter dick. Gut. Ja. Aber das werden wir schon schaffen mit unserem grauen Kackklumpen da. Okay, er ist ein Lehmklumpen. Scheint nicht sein zu ehren. Sonst lässt du uns da nicht gewinnen. Alter, wie soll man das schaffen? Jetzt bin ich da drüben mal hochgefallen, oder? Bei dem Fleck halt. Davor schon riecht es. Da vorne ist das Ende. Das Ende! Oh. Wisst ihr, wie glücklich ich bin, dass ich das jetzt eigentlich geschafft habe? Alter, das sind aber überall Sprungdinger. Wow. Okay, das war ein Fehler. Bei dem kann man einfach rummachen. Tun. Schauen wir mal, ob man das bei denen auch kann. Ja. Bei dem auch. Wahrscheinlich schaffen wir es jetzt mit einem Ding, weil man nie was tun. Ah, da hat es nicht einmal ein Ding zum Springen. Ach, da darf man ja nicht tun. Wir sind zum Schacht oben. Oh mein Gott, war das knapp. Gut, da sehen wir Omi. Oma. Und jetzt sind wir da. Da ist ein Ding. Okay, das ist jetzt richtig einfach. Wisst ihr das? Da müssen wir aber springen. Das kann ja vielleicht der Reihenfall sein. Aber mit dem hätten wir doch glaube ich drüber. Und na, scheiße. Oh mein Gott. Das ist jetzt etwas schwer. Vielleicht ist das ja auch der letzte Teil vom Winterpart. Kann das sein? Scheiße. Ich habe jetzt lenken können, obwohl ich schon draußen war. Das war glaube ich. Oh mein Gott! Ich habe das jetzt überlebt. Ich weiß das nicht da. Erstens und zweitens, was zur Hölle geht mit der komischen Level ab. Mit der komischen Level. Mit dem. Ach, Dramatotatimat. Schreibt's mir in die Kommentare. Ne? Mann! Ich hätte jetzt durch das Show wie sogar nur das irgendwie so komisch gelacht wie bei hinter. Gut. Gut, jetzt machen wir das da. Kann ja vielleicht sein, dass ich noch eine Unterbrechung machen muss. Aber das ist ja nicht so gut.
Alter, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich zur Höhe zu schaffen soll. Ich weiß, dass ich da dort ist und was dort ist da. Ich muss das ganz am Rand bleiben die ganze Zeit. Da dort so hupen. Bei dem da so mal hupen und so mal hupen und so. Na, wieso hupf ich da? Weil ich gerade im Hupfen mal das war. Hüpfen. Oh mein Gott, jetzt bin ich drüber geflogen. Hä? Das jetzt stecke ich jetzt auch nicht ganz. Seh, wegen jedem Scheiß. Ich brauch das nicht wegen jedem Scheiß, was ich sag. Alles in die Kommentare schreiben, was ich sag. Das wäre ich der Typ auf YouTube, der was die meisten Kommentare hat. Weißt du, was denkt ihr über euer Leben? Schreibt's in die Kommentare! Na! War da ein kleiner. Alter, da war einfach ein kleiner Hupel jetzt, aber nicht ernsthaft. Oder? So eine kleine Sprungschanze. Nee, ich bin jetzt gerade nicht geguckt. Ich wisst's nicht, wie schwer das Spiel manchmal ist. Spielt's das selber noch, wisst's das? Mann, Frau, ne? Mann, Frau, die Katze macht mir. Okay, das hätte ich auch nicht mehr schaffen können. Alter, jetzt dann wohl mit dir Springstief. Alter, ich spiele das Level jetzt fix schon 30 Minuten lang, das auch nicht da. Und noch hat weiß ich immer noch nicht, wie. Wie das machen soll. Eigentlich mache ich ja so eine Level, wo man auf was gar nichts gehen muss, halt hupfen muss. Aber das ist richtig scheiße. Warte mal, ob es drüben auf der anderen Seite mal gut geht. Das schreibt's mir in die Kommentare! Oh, okay. Wisst ihr was, ich bin auf Quick posten. Schaut euch an, wie leicht das jetzt auch ist. Oh! Wow! Okay, wieso? Okay, dann muss ich jetzt auf die andere Seite nehmen. Okay, jetzt war's jetzt. Also, da muss ich jetzt auf die andere Seite nehmen. Dann auf die größere. Ja, auf die kleinere. Und so weiter. Und ich hab's gar nicht verstanden, was ich da geschwafelt habe, aber schauen wir mal, dass wir es zusammenbringen einfach. Alter, Intro. Alter, wir haben es geschafft. Wieso sage ich so oft Alter? Wir sitzen nicht mal mehr, Alter. Oh. Und vor allem zum Heulen im Let's Play. Ein Typ vor dem Video. Das ist mein neues Idol. Mein Gott, oh mein Gott. Wir das? Wieso vorher schon wieder den anderen weg? Bin ich bescheuert? Aber was eigentlich die einzigen Sachen, was man in die Kommentare schreiben braucht für das Video sind, ob ich jetzt irgendein RPG-Spiel machen soll, wenn was für eins, wenn sie ja irgendein andere coole Internet-Games Spiel keins, dann sagt mir das auch. Heute schreibt es, sagt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare, besser gesagt. Genius. Ah, das schaut schön aus, das Level. Und weißt du, wie mich das an den Winter erinnert? Gar nicht. Der Winter ist immer so heiß für mich. Alter. Ey, langsam denke ich mal, ich muss vielleicht auch umlaufen. Dann wird es aber richtig zum Anpissen, weil ich die ganze Zeit unten bin. Na, geht so. Nein. No, Forest, no! Irgendwie schaut das aus, als würde da Eisschuhe laufen. Okay, ich muss oben so raus. Nicht da ganz oben, sondern da drüben. Falscher Platz.
Falscher Platz. Falscher Platz. Ich werde jetzt meine Taktik ändern. Wenn es der Ulfriend ist, ihr sagt sie auf mit der Let Play. Aber es macht Bock, irgendwie das zu spielen. Es hat einen Reizfaktor. Der Reizfaktor ist ganz oben. Sonst will ich mir das nicht enttun da mit dem komischen Ding da. Alter, wieso bin ich so dumm und check nicht, dass das andersrum sein muss. Okay. Wenn andere bei der letzten Folge nicht ganz zugehört haben am Ende, ich hab drüber geredet, dass der Stefan halt nichts mehr hochladert. Das liegt daran, dass sein Computer von einem Virus befallen ist und da jetzt da lässt er sich gar nichts mehr tun. Wie ist so langsam, der Computer, dass man eigentlich gar nichts mehr tun kann oben. Einschalten lässt er sich ja, jetzt da versucht den Mic aufsetzen. Und dann macht er halt vielleicht weiter mit den Videos. Kommt darauf an, ob er will oder er macht die Real-Life-Videos, wenn es ihm mehr gefällt. Ich weiß es nicht. Kommt auf einmal dann. Nein! Das hätte ich schaffen können. Jetzt weiß ich, wie es geht. So, Oma, so. Na, springen. Ich bin das so einprogrammiert, dass ich springen, wenn ich einen Blockweg sehe. Nimm programmiert, wisst. Programmiert, ich bin Computer, bin der Cleverbot. Cleverpot LP. So heißt ich eigentlich in Wirklichkeit. Und ich bin ein Roboter. Scharf. Na, wieso bin ich so behindert? Antwort, Kommentare. Frag deine Eltern. Ne? Wahrscheinlich. Schreibt dann in die Kommentare, schau mal bei meinen Videos vorbei. Ich habe eins gemacht mit Schwan 3 und dann macht er das Level mit am Sprung. Der Rest rennt aus. Das probiere ich jetzt da. Ah, man muss springen bei dem anderen. Und ich spring gern ins Verderben. Das müsste aufgefallen sein. Na, jetzt haut das ja noch die Bieren an bei dem komischen Kant-Teil da. Country-Teil. Okay. Wie war's mit wem das leicht wäre, mit der Echse? So richtig leicht, muss ich auch noch sagen. Weil du da einfach Krisensprünge brauchst. Warte. Warte. Jetzt haben wir das. Die Echse nehmen wir. Galaxy-Map. Da hinten geht sogar ein Wintercamps. Paar 20, da waren wir wirklich, waren wir schon paar 20. Oh mein Gott, wir waren auf paar 20, deswegen ist es nicht so schwer. Der rennt da ein bisschen langsamer, muss ich sagen. Und das ist wirklich am Charakter klingen. Ah, vielleicht muss er schnell was nicht, damit er halt die mehreren Blöcke überwinden kann. Nö, ja, das kann nicht sein. Und das ist viel einfacher, wie ihr sehen könnt. Viel einfacher. Das ist okay, da hätte ich vielleicht springen müssen. Hätte auch das gar nicht so leicht was. Aber durch den meinigen Schwung nutzen sie das Dings. Kuppel da fast gar nichts mehr, muss ich sagen. Alter, ist das einfach. Ich bin drüber gesprungen mit meinem Sprung. Alter.
Okay, ich glaube, ich muss bei der Rampe springen. Bei der geht. Sieh das bei der? Ja. Und jetzt auch. Bei der bin ich jetzt da wie ganz drauf gehockt. Okay, das geht trotzdem nicht. Halt. Ja, okay, jetzt geh ich einfach den weg. Hui. Ich bin eine Altachse! Godzilla Stuff! Genau, das ist die. Wie der eine komische Weltraum-Godzilla wirklich zur Erde kam. Yeah! Run! Pui! Ja, genau! Reden wir ein bisschen über die alten Godzilla-Filme. Wie findet ihr sie? Wie findet ihr Neigen dagegen? Also ich finde... Der Neige gefällt mir jetzt nicht so gut. Von der Geschichte her ist er richtig komisch, muss ich sagen. Nämlich, wenn ein Mensch so ein Viech hätte, würde es glaube ich als Atommüll-Endlager nennen. Da gibt es auch Ruhe, weil es da eh genug Atommüll hat. Wird halt immer größer. Vielleicht hat man ihn, wenn die Welt kein Atom mehr hat. Jetzt Agro hat 50.000 Kinder und geht auf die ganze Weltbevölkerung los. Obwohl es nichts mehr zum Himmel, obwohl es nichts mehr zum Fressen gibt. Aber das Ding, dass die Viecher von Atomen ernähren, das gibt es glaube ich wirklich so, was der als von Radioaktivität, gibt es glaube ich wirklich so Bakterien, aber das ist ein großes Viech, glaube ich, das was man dann ernährt. Das kann ich mir auch irgendwie nicht denken. Vorstellen halt. Okay, vielleicht gibt es das aber. Dann weißt du, was du dann für die Strahlung brauchst, wenn du so fett bist. Ja. Gehst du Mäcki und sagst, wie 5 Kilo Strahlung haben. Alter! Nein! Ich muss kurz auf Pause schalten. Gut, da sind wir wieder. Zum zweiten Mal, aber ich hab gesagt, da gibt es vielleicht eine zweite und. Oh mein Gott. Eine kriegen hätte ich am nächsten. Ist es immer nicht gleich wird? Und ja. Ich sage euch eins, diese Welt ist die Hölle. Obwohl es aus Schnee ist. Die Hölle aus Schnee. Eigentlich ist die Höhle, Hitze ist eigentlich, der Mensch ist anfälliger gegen Hitze als wie Kälte. Nämlich kann er vor irgendwo eine gute Heizung einbauen. Nämlich der Minuspunkt ist, ich glaube 200 irgendwas, 57 Grad Celsius halt. Und die Hitze, die kann halt aus dem was für Dings haben. Das heißt, minus irgendwas ist da gar nichts. Aber ich glaube irgendwas mit 200 was. 200.000, ja, bisschen daneben gelegen. Das was halt Menschen bekannt ist. Wieso vergiss ich immer durchspringen? Ich brauche Ermutigung in den Kommentaren, du bist scheiße, hör auf mit dem Let's Play. Genauso. Oh. Rüber gesprungen, yeah! Oh mein Gott, nicht einmal! Da muss ich jetzt springen! Ist da vorne das Ziel? Nein, scheinbar wäre es gewesen. Wie lange dauert das 20. Level überhaupt? So weit bin ich wenigstens noch nie gekommen. So wie Hoffnung. Für mich gibt es keine Hoffnung mehr. So wie bei Bernd das Brot. Die schlimmsten Gegner sind die, die keine Hoffnung. Da fuhren was zu von den ganzen Wintergames! Scheiße! Sorry, wie gerade den Ausdruck, aber jetzt ernsthaft! Scheiße! Ich schaff das ja nicht einmal mit dem. Den Sprung zum Oben. Wow! Yeah. Da ist der eine Platz, wo ich immer vergessen habe zu springen.
Ich hab's mir gemerkt. Ah, jetzt haben wir wieder weit fuhren. Jetzt kommt ja wieder das Ziel. Und Ort kann ich mir nicht mehr erinnern. Ich bin genau gleich gerannt. So wie ich weiß. Ja, bin ich. Da wurde noch gesprungen. Bin ich das da wie ich da oben. Na, bin ich behindert. Oh mein Gott! Kriegst du denn? Alter Scheiße! Na, ich hab schon wieder 10! Ich kann täuschen! Aber ich glaube, das macht sich nicht gut, wenn man gerade auf den Link, ne? Gut, dann versuche ich mal wieder normal zu reden. Ah ja, bei den Godzilla-Filmen war man. Also der neue Godzilla-Film ist halt gut animiert, muss ich sagen. Aber zum Beispiel gegen Pacific Rim, der was vor kurzem nachgelaufen ist, finde ich hat er keine Chance. Ha, 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 ha. Level W1. Oh mein Gott. Der ist scheiße, das wird, muss ich sagen. Die Musik von dem Winterding gefällt mir irgendwie gar nicht da. Muss ich da ernsthaft sagen. Ja, ich finde die scheiße. Und ich glaube, ich habe mich verdammt, das ist nicht immer Zufall. Und da war jetzt richtig scheiße, muss ich sagen. Aber schaut euch das an, da gibt es aber wirklich nur so eine Glockendinger. Ja. Aber breiter sind es, glaube ich, nicht da. Der Rest ist zum Beispiel ersten doppelt so breit ist. Oder doppelt so große Röhre, na, das wäre geil, muss ich sagen. Vielleicht gibt es das bei dem schon, aber mit Zweifel ist. Nein, ich weiß es halt nicht da. Aber ich glaube eher, dass sie immer die vielleicht größer gemacht haben. Die erste Röhre. Ah, eingesprungen in den Kackhaufen. Bin. Genau, von Bernd das Brot. Die stärksten Gegner sind die, die keine Hoffnung mehr haben. Komisch. Posten Bernd das Brot von dem anderen. Kika Scheiße da. 23 Uhr Intros. Die ganze Nacht lang. Meine denn nicht der Pippi Langstrumpf in tun, meine Lieblingsserie, Pippi Langstrumpf. Oder Sesamstraße. Ja, Sesamstraße! Wisst ihr, was auch für Scheiße ist? Die Teletubbies sind angesetzt worden. Könnte Typ mal würgen, ne? Na, no, Scherze. Wahnsinn, wie die auch blöd. Digimon. Kennt, wenn das irgendwer kennt, schreibt's. Digimon oder irgendwas. Oder Hashtag Digimon rein. Damit ich weiß, ob ihr das kennt. Ich meine, das ist eine richtig geile Anime-Serie gewesen. Okay, ich habe sie nicht so oft angeschaut, als ich klein war, aber ich habe sie gemerkt. Die hat nämlich eher aufgehört, hat nicht mehr so lange geschlafen, als ich auf die Welt gekommen bin, aber mein Bruder und meine Schwester haben sie angeschaut, man kann sie auf YouTube anschauen. Mein kleiner Bruder schaut sie auch auf YouTube, manchmal. Finde ich richtig cool. Ich finde das sogar besser wie Pokémon. Jetzt nichts gegen Pokémon, aber mir gefällt es irgendwie mehr. Alter, der Typ hupft so behindert auch. Schaut sich das an überhaupt?
Der stürzt hier fast den Schädel am oberen Teil an. Bam! Das ist aber lustig mit dem Hupfen. Ich hab eigentlich die komische aus. Jeder vier das kleine Hammer, das siehst du schon. Also dann. Okay, warte. Jetzt machen wir das da. Decken wir auf das. Oh, schönes so. Winter Customs. Yeah! Jetzt gibt's ein. Geil! Schöne Sache. Winterkostüme, schön. Und an der Stelle muss ich noch einen Ciao sagen, weil das länger ist sogar wie die andere. Joa. Ist der Herzinfarkt viel zu lange? Dauert wieder so lange hochladen. Aber an der Stelle sage ich noch einen Ciao. Hoffentlich hat es euch gefallen. Und schaut auch auf Stefan seinem Kanal vorbei. Obwohl er halt keine Dings-Videos macht dabei. Eine Let's Plays oder was auch immer halt. Und ich hoffe, das macht euch trotzdem nicht so viel aus. Und halt dann ciao. Hoffentlich hat euch das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Na.